Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Es geht weiter mit den deutschen Sagen, gesammelt von Brüder Grimm. Auf der rechten Seite hier werde ich die Seite einblenden, die ich gerade lese. Und da oben in der Ecke werde ich noch meine Infokarte zeigen zu den ersten Folgen von den deutschen Sagen. So, das habe ich mal schnell abgelöst. So, dann blätter mal vor. Das ist mittlerweile echt weit gekommen mittlerweile. Das ist immer das Schöne an so einem Buch, ne? Man sieht immer, das finde ich schöner an einem Buch, als wenn man jetzt quasi auf so einen Bildschirm halt so mit so elektrischer Tinte so nachschaut. Ja, man kann da so hochschieben die Blätter, aber so die Masse, man sieht das halt nicht, was man schon alles geschafft hat, ne? Weil das jetzt, naja gut, jetzt ist ja sogar noch ein bisschen mehr. Aber es ist schick. Ah, hier genau. Letztes Mal hatten wir aufgehört mit Drohensteiners Auszug. Boah, ich setze mir meine Lesehilfe auf. So. So. Die Sage heißt diesmal Jettenbühl. Der Hügel bei Heidelberg, auf dem das von den Franzosen zerstörte Schloss liegt, hieß vor dem der Jettenbühl, nach einer Waisenklausnerin, die in einer Kapelle dort wohnte. Diese Kapelle hat sich lange nach ihrem Tode erhalten, und es fanden sich noch Trümmer davon, als der Pfalzgraf Friedrich Kurfürst geworden war und den neuen Hof 1544, das Schloss, zu bauen begann. Zu dieser Waisenfrau pilgerten alle, die Trost und Rat bedurften, und es war gemeinhin die Rede von dem Volke zu sagen, lasst uns zu Frau Jetten auf das Bühl gehen, die hilft in allen Nöten. Dennoch bekam niemand die weise Frau zu sehen, denn sie verließ ihr Häuschen selten und gab ihre gereimten Sprüche durch das Fenster. Wer ihren Spruch empfangen hatte, legte ihr zum Danke Esswaren vor das Fenster, davon lebte die Alte. Einmal, weissagte sie, es wäre über ihren Hügel beschlossen, dass er von königlichen Männern bewohnt werden solle, die mit Glanz und Ehre von da aus beherrschen würden. Im Neckartale aber werde sich viel Volk ansammeln. Frau Jette nahm ein trauriges Ende. Sie wollte eines Tages aus der Quelle am Flusse des Geisberges nahe beim Dorf Schierblach Wasser holen, da wurde sie von einer Wölfin zerrissen. Die Quelle heißt danach der Wolfsbrunn. Nahe dabei ist ein unterirdischer Gang, der im Volksmunde das Heidenloch genannt wird. Ja, wieder mal eine kurze Sage. Gut, trauriges Ende, von der Wölfin zerrissen. Ja, es gibt ja sogar noch Gegenden auf der Welt, wo noch wilde Hunde leben. Und da kommt das auch regelmäßig vor, dass so Hunde Menschen angreifen. Ja, die sind ja Streuner, ne? Die leben in der Wildnis. Und wenn da so das eine oder andere Kleinkind zum Beispiel draußen unterwegs ist, dann wird das von einem Rudel Hunde angegriffen. Und ich rede jetzt hier nicht von Wildhunden, die in der Wildnis aufgewachsen sind, sondern meistens sind das irgendwie so Hunde, die ausgesetzt werden, ne? Die dann, naja, auch so eine gewisse Wildheit an sich dadurch, also die nehmen das wieder quasi alles an. Manche Tiere wurden ja auch freigelassen und die wurden vorher gequält von den Menschen, oder von einigen Leuten wurden die gequält, und dann bauen die natürlich auch so einen gewissen Zorn gegen die Menschen auf. Kann ein Hund Zorn empfinden? Doch, definitiv. Tiere können auch Zorn empfinden. Und die werden dann, denke ich mal, auch das eine oder andere, den einen oder anderen Menschen genau aus dem Grund angreifen. Ist ja auch nur Fleisch, ne, für den Hund. Gut. So viel dazu zum gerissenen. Die Folge fängt ja schon mal fantastisch an. Alle gute Frau wurde von der Wölfin zerrissen. Im Übrigen, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie groß ein Wolf ist. Das ist ein Riesentier, majestätisch, keine Frage. Aber das ist groß. Also das Tier ist groß, der Wolf. Also es gibt auch große Hunde, aber der gegenüber die meisten Hunde ist ein Wolf riesig. Also ich habe das mal so ein Vergleichsbild gesehen und das wirkt am Anfang gar nicht so. Wenn man die auf so Tierdokus sieht oder sowas, dann wirkt das gar nicht so groß. Aber wenn man dann im Verhältnis mal sieht, wie massereich, gerade wenn die ihren Winterpelz haben, das sind richtige, ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie früher den einen oder anderen Menschen angefallen haben. Aber gut, es ist auch, glaube ich, so,
Es gibt immer die Leitwölfin, kann das sein? Es gab ja eine ganze Weile hat man ja gesagt, den Leitwolf. Aber das kann auch ein Weibchen sein, die Leitwölfin. Manchmal so im Rudel ist dann das das sind dann quasi Jüngere, wahrscheinlich die Familie von dem, von, also die Kinder sozusagen von der Wölfin. Und die Wölfin ist dann der Chef. Ich habe mal irgendwas in der Art mal gesehen. Haben so eine Gruppe Bären, haben sich ist über so einen Wolf hergefallen. Das war dann eben der Rudelführer und das war die Wölfin der Gruppe. Das war sozusagen, ich glaube, die Mutter oder halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber naja, war kein schönes Video, aber so ist die Wildnis nun mal, ne? Da gibt's kein Gefackel. Fressen und gefressen werden. Mach mal weiter. Die Todesrose von Heisterbach. Wobei, wartet mal, hier ist ja noch was dabei. Wartet mal, ich lese noch mal, was unten drunter steht, weil das gehört nämlich zum Jettenbühl. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus sagt, dass die Germanen dem Weibe eine gewisse Heiligkeit und prophezeiische Gabe zugeschrieben hätten. Wir selbst haben unter dem verewigten Belspasian jene Belade gesehen, welche weit und breit für ein göttliches Wesen galt. Sie haben sie auch vorzeiten Albruna und andere Frauen verehrt. Die Hellenen hatten weissagende Priesterinnen in Klammern Pythia, die dem Ratsuchenden gereimte Sprüche, in Klammern Orakel, zur Antwort gaben. Naja, gut. Okay. Das sind immer solche kleinen Dinger, die vergleichen, dann habt ihr mittlerweile schon mitgekriegt, die vergleichen dann so ein bisschen die alten unsere Sagen mit den Sagen von den Griechen oder den Römern oder anderen Kulturen. Gut, aber jetzt wirklich. Nächste Sage. Die Todesrose von Heisterbach. Auf dem Petersberg zum Siebengebirge bei Königswinter am Rhein gehört. Ach, Moment, nochmal, das habe ich irgendwas verlesen. Auf dem Petersberg, der zum Siebengebirge bei Königswinter am Rhein gehört, liegen noch die Trümmer der Abtei Heisterbach in Klammern Buchenbach, die von plünderten Franzosen einst verbrannt wurde. Der hohe Chor steht noch, auch die steinernen Stühle, auf denen die Mönche saßen, widerstand größtenteils der Zerstörung. Am frühen Morgen, wenn es zur Messe läutete, standen die frommen Brüder eiligst auf und begaben sich in die Kirche, um an hohen Chor ihre bestimmten Plätze einzunehmen. Sollte einer von ihnen sterben, so fand sich 3 Tage vorher auf seinem Platze eine weiße Rose. Damit sagte ihm die göttliche Stimme, wie einst der Prophet Jesaja, dem König Hiskia: Bestell dein Haus, denn du wirst sterben und nicht leben bleiben. Wer dieses Zeichen empfing, nahm es mit Ergebung auf, machte Frieden mit seinem Gotte und erwartete ruhig die Todesglocke, die bestimmt am 3. Tage danach läutete. Einmal kam ein junger Mensch als erster in die Kirche. Da sah er die Todesrose auf seinem Platz. Sofort befiel ihm furchtbares Entsetzen, seine Haare sträubten sich und kalter Schweiß trat ihm auf der Stirne. Denn obwohl er sich als Mönch tagtäglich auf die Ewigkeit vorbereitete, so hing doch sein Herz gar sehr noch an der Welt und ihren Freuden. Da ergriff er in der Angst die Todesrose und legte sie auf dem Sitz seines Nachbarns, eines alten Mönchs, der seine Ende stündlich erwartete und ersehnte. Der wurde durch den Schrecken wohl ernstlich krank, doch erholte sich wieder. Der junge Mönch dagegen verschied am 3. Tage. Ähnliches wird auch im Kloster Corvin sowie im Dom zu Lübeck erzählt. Ja, wieder so wieder eine sehr kurze Sage. Die Todesrose von Heisterbach. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da frage ich mich mal, wie sich so eine Sage aufbaut mit der Todesrose. So eine Prophezeiung. Ob das wirklich so war. Oder ob das vielleicht quasi. Es gibt ja so ein paar Filme, ja. Ich glaube, The Ring war es. Wo du so ein Videoband anschaust und 3 Tage danach oder eine Woche später danach stirbst. Vielleicht ist das ja dasselbe, nur mit der Rose. Vielleicht sterben die nicht auf dem natürlichen Wege, sondern da ist dann halt eben, wie dem auch sei. Weiter geht's. Nächste Sage.
Verkündigung des Verderbens. Als die Magdeburger am 22. September des Jahres 1550 auszogen, um den Herzog Georg von Mecklenburg eine Schlacht zu liefern, begegnete ihnen eine Meile nördlich vor der Stadt bei dem Dorfe Barleben ein ungewöhnlich großer, sehr alter Mann, der Kleidung nach einem Bauern ähnlich, der fragte sie, wohin sie mit so viel Kriegsvolk und so schwer gerüstet hinzugehen gedächten. Als Mann ihm nun das Vorhaben mitteilte, da hob er entsetzt die Arme hoch und rief laut: »Was tut ihr, magdeburgische Männer? Geht eilends zurück und seht nicht hinter euch, denn auf dieser Fahrt begegnet euch das Verderben. Schützt eure Stadt und beginnt nichts Feindseliges, denn der heutige Tag ist euch nicht günstig. Wisst ihr nicht, dass genau vor 200 Jahren die Magdeburger an der Ohre geschlagen und fast aufgerieben worden sind? Wollt ihr es nicht glauben? So seht in der St. Johanneskirche nach, da steht das Unglück auf eiserner Tafel zu lesen. Zurück! Zurück! Sonst wird die Ohre euer Blut trinken!« Diese ernste Rede machte auf viele sonst mutige und tapfere Männer die tiefen Eindruck, und sie überlegten, als ob es nicht besser sei, dem Rate des Propheten zu folgen und die Feindseligkeiten für heute einzustellen. Im Heer aber war viel übermütiges junges Volk, das verspottete den Alten. »Er steht vor dem Heer wie die Todose«, riefen sie. »Oder wie Eckart, ein richtiger Eckensteher. Geh heim, Großvater, und erzähl den Kindern Märchen.« Darauf brausten und rasselte der Zug der Krieger weiter, aber zu seinem Unglück. Hinter der Ohre hatte der Herzog ein festes Lager errichtet. Als nun die Magdeburger sich zum Sturme anschickten, da fiel er mit seinen Geharnischten aus und schlug ihnen die Köpfe blutig. Die Magdeburger erlitten eine schwere Niederlage, viele wurden erschlagen und ihr Blut färbte die Ohre, wie jener Prophet gesagt hatte. Von jenen Spöttern kehrte keiner zurück. Die Magdeburger sahen ein, dass jener Tag für sie unglücklich sei, und schrieb eine Urkunde darüber auf eine eiserne Tafel, die neben jener anderen in der Johanneskirche ausgehängt wurde. Darauf suchten sie emsig allerwärts nach jenem alten Manne, der ihnen den guten Rat gegeben, aber nirgends ward eine Spur von ihm gefunden. Er wird als ein schöner Greis mit schlohweißen Haaren, aber jugendlichen Antlitz geschildert. Hier steht nochmal klein, als Anhang nochmal, wie den Sternchen. Schwanenjungfrauen verkündeten den Untergang der Nibelungen. Okay. Ja, die Magdeburger, ne? Es gibt ja das, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht das Verb. Magdeburgisieren. Das liegt daran, dass Magdeburg unfassbar oft fast komplett ausgelöscht wurde. Einmal, glaube ich, weit, weit vor dem Ersten Weltkrieg, da gab es ja so eine ganz große, ich glaube, die Magdeburg war eine protestantische Stadt. Und der damalige Papst hatte beschlossen oder hatte gesagt, okay, die Stadt muss jetzt, die haben auch keine Spenden gezahlt, also die haben auch nichts gezahlt, kein Zoll, weil die waren ja Protestanten. Und die haben die komplett ausgelöscht, vollkommen. Also gut, nicht komplett, aber es sind so viele Menschen dort gestorben, das ist unfassbar. Und dann halt, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg auch und im Ersten Weltkrieg auch, also die Stadt hat so viel miterlebt. Ich glaube, das kennen auch die Magdeburger selbst auch. Unfassbar. Warum gerade da jedes Mal ein absolutes Chaos ausbricht, die Magdeburger. Aber die Stadt hat sich immer wieder erholt. Egal wie oft man die Magdeburger wohl komplett vernichtet, sie kommen immer wieder. Ich weiß nicht, ist bei euch der, vielleicht ist ja der eine Magdeburger oder der in der Nähe wohnt, vielleicht unter euch dabei. Am 22. September ist das für euch sowas ähnliches wie Freitag der 13., an dem man diesmal lieber nicht irgendwie feiern geht oder so? Ich weiß es nicht. Könnte ich mir aber vorstellen. Der 22. September, Magdeburg, da haben sie keinen Bock drauf. Nee, Keule, nee, ich gehe heute nicht mit dir aus. Nee, ey, hast du mal auf ein Datum geguckt? Heute ist der 22. September, bist du bescheuert? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Sagt, ach verdammt, ich habe das voll nicht gesehen. Und dann bleiben alle Türen zu. Und alle Fenster. Keiner geht raus. Na gut. Ja, und hier diese Sache mit den
mit dem jugendlichen Volk in der Armee. Ja, es ist schon immer so, dass die Jugend, so junge 20, die sind so, die wollen sich nicht nur beweisen und sehen, wie sie im Leben stehen, sondern die sind auch so kampflustig, ne? Die sind, ja, die wollen das, die wollen das. So den Wahnsinn, auch jugendlicher Leichtsinn könnte man es auch nennen. Ist ja in vielen Kriegen so halt, ne? Dann wird dann halt unter den Jugendlichen, gerade unter den Jugendlichen, wird dann halt viel erzählt, ja, tritt der Bundeswehr bei oder tritt der Armee bei. Und so werden die Leute halt angeheuert. Deswegen geht man ja schon in den Schulen und versucht die Leute so ein bisschen abzuwerben eben, weil sie dann halt eben zeigen, ja, geil, du kannst dir rumschießen, geil, alles in die Luft sprengen. Ne? Das ist ein bisschen übertrieben jetzt gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also die junge Menschen kannst du damit sehr gut greifen. Und ich kann die Faszination nachempfinden. Ganz ehrlich, also, ja, ich weiß nicht, es hat natürlich schon was eher sehr Heroisches. Ne? Aber gut, offensichtlich sind ja alle verreckt. Alle Spötter zumindest sind alle gestorben. Aber gut. So, genau, jetzt kommt Raubritterwesen. In alten Zeiten wohnte in Bayreuthischen bei Dramesyl, einem kleinen, nach Muggendorf eingepfercht'n Dörfchen, Eppelin von Garling, ein kühner Ritter, der in der ganzen Gegend raubte, das Land verheerte, Kaufleute plünderte und besonders den Nürnbergern schadete, so viel er vermochte. Er war ein vortrefflicher Reiter, setzte mit seinem Rosse in hohen Sprüngen über Felsen und Riffe, über Heuwagen und den Fluss Wiesent, so dass im Volke der Glaube verbreitet war, dass er solche Tat mit Hilfe schwarzer Kunst zu Wege bringe. Zu Geilenreuth war sein Hauptsitz, aber ringsrum hatte er noch andere Burgen, und im Nu, wie der Wind, flog er von einer zur anderen. Von einer Bergseite war er flugs an der gegenüberstehenden und rief oftmals nach St. Lorenz in Muggendorf. Weder der breite Graben noch die hohen Mauern hinderten ihn, nach Nürnberg hineinzukommen, und oft entwischte er durch ein kühnes Reiterstücklein seine Häschern. Da aber, nach dem alten Sprichworte, der Krug so lange zu Wasser geht, bis er bricht, so erfüllte sich auch bei An Eppelin diese Wahrheit. Er wurde von den Nürnbergern gefangen und samt seinen Helfershelfern zum Galgen verurteilt. In der Burg Nürnberg wurde seine Waffen gezeigt. An der Brustwehr der Freiung, bei den fünfeckigen Turme aber, ist noch ein Eindruck zu sehen, den das Hufeisen seines Pferdes hinterließ, als er in dem Gericht entwischte. Er war zum Tode verurteilt, vorbereitet, und nach alter Sitte erlaubte man ihm, sich eine Gnade anzubitten. Der Richter dachte wohl, dass er auf eine gute Mahlzeit, die Henkersmahlzeit, oder auf einen Krug edlen Weins verfallen würde. Stattdessen begehrte der Schlauer noch einmal sein Rösslein besteigen zu dürfen. Der Wunsch konnte ihm gewährt werden, weil es für unmöglich galt, dass der kühne Reiter über die hohe Mauer setzen könne. Zum Erstaunen des ganzen Rates und der Bürgerschaft setzte er aber nun wirklich über Mauer und Graben und entkam diesmal, so dass der Spottvers in Deutschland aufkam: Die Nürnberger hängen kein. Sie hätten ihn denn zuvor. Lange nach seinem Tode sangen aber die Nürnberger Buben auf den Straßen: Äppeler Geiler von Dramaus reitet allzu zu 14 aus. Nee, reitet allzeit zu 14 aus. Das heißt mit 13 Genossen. Die 13 ist die Unglückszahl, aber auch: Da reitet der Nürnberger Feind aus, Äppeler Geiler von Dramaus. Epela. Nee, Epela. Ja. Als auf dem Blumensteine bei Rothenburg in Hessen noch Ritter lebten, wettete eines Abends ein junges, mutiges Bauernmädchen in dem Dorfe Hönebach, östlich von Bebra, dass sie um Mitternacht auf die gefürchtete Burg gehen und von da ein Wahrzeichen, und wäre es auch nur ein Ziegelstein, zurückbringen wolle. Sie wagte den Gang und kam richtig bis an die Burg. Da hörte sie Hufschlag in der Ferne. Schnell sprang sie unter die Zugbrücke, und kaum stand sie darunter, so sprengte auch schon der Ritter heran und hatte eine schöne Jungfrau vor sich, die er geraubt und deren kostbaren Kleider er hinten aufgepackt hatte.
Indem er nun über die Zugbrücke ritt, fiel ein Bündel herab, das hob das tapfere Bauernmädchen rasch auf und eilte schnell damit fort. Kaum hatte sie den Berg von ihrem Dorfe halb erstiegen, da hörte sie, wie der Räuber wieder über die Zugbrücke sprengte, um, wie sie vermutete, das verlorene Bündel zu suchen. Da blieb ihr nichts anderes übrig, als den Weg zu verlassen und sich im dichten Walde zu verbergen, bis er vorüber war. So rettete sie die Beute, brachte das Wahrzeichen glücklich heim und gewann die Wette. Die Plackerei der Raubritter brachte das Landvolk oft zur Verzweiflung. Unfern Magburg liegt das Dörfchen Wehren und dabei ein spitzer Berg, auf dem in alten Zeiten eine Raubburg stand, von dem noch die Trümmer übrig sind. Von diesem Schlosse aus wurde der umgebend großer Schaden zugefügt, doch konnte man den Räubern nicht beikommen, denn die Mauern waren hoch und der Berg sehr steil. Da verfielen die Bauern von Wehren auf eine List. Sie versahen sich heimlich mit allerhand Waffen, gingen zum Schlosse hinauf und gaben vor, dass sie einen Schwerttanz aufführen wollten. Solchen Kurzweil ließen sich die Herren gern gefallen und öffneten den Bauern daher arglos das Tor. Kaum waren indes die Schwerttänzer in der Burg, so nahmen sie davon Besitz, entblößten ihre Waffen, hieben die Räuber tapfer nieder und überlieferten diejenigen, die sich auf Gnade oder Ungnade ergaben, samt den Raubnesten den zuständigen Gerichten. Ja, nette Sache halt, ne? Ich frage mich wirklich, ob das in Nürnberg, ist das in Nürnberg so eine, ist das da allgemein bekannt mit Eppelin von Geiling? Ich habe es im Internet, im Weltnetz noch nicht nachgeschaut. Aber kann ich mir vorstellen, es gibt sogar noch ein Bild, aber das zeige ich euch später dann mal. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Es waren übrigens drei Sagen hintereinander. Ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, dass die normalerweise in der alten, also in der Urfassung von den Brüder Grimm, sind die quasi wirklich in Einzelsagen gemacht. Und hier werden die zusammengefügt, damit das quasi so ein bisschen Sinn ergibt. Sonst hast du da 100 verschiedene, also es springt dann den Rahmen. So Leute, ich war die letzten Male immer so, ich habe die Folgen immer so lang gemacht und ich versuche so ein bisschen so jetzt noch, ja, ich versuche da noch so eine gute Zeit reinzubringen und ich denke, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den Schlussstrich zu ziehen. Also nicht für immer, nur quasi jetzt, das waren jetzt die Sagen, 4 Stück, glaube ich, ne? Ich glaube 4 Stück war es, 4 oder 5. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch vielleicht diese Kürze. Könnt ihr ja mal einen Kommentar unten lassen, wie ihr das findet. Ich denke mal, das ist eine gute Zeit, so 20 Minuten bis 30 Minuten. Diese 45 Minuten machen auch Spaß, aber ja, das ist so ein Durchwaschen, ne? Und ich weiß ja, der ein oder andere von euch hat nicht immer so viel Zeit. Deswegen möchte ich auch mal so ein paar kurze Videos machen, ne? Könnt ihr bestimmt verstehen. Na, ist ja, ne? So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und schöne Nacht. Je nachdem, wann ihr das jetzt schaut. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye. Genau. Macht's gut.